Sind deine Vorbereitungen abgeschlossen? Bist du bereit für Tactus? Ich bin bereit. Dann will ich dich nicht weiter aufhalten. Hier ist das Band. Das Schicksal der Insel liegt in deinen Händen. Atom sei mit dir. Hoher Beichtvater? Anscheinend hast du Schwester Gwyneth zur Vernunft gebracht. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Naja, brauchst du etwas? Ich habe ein Holoband gefunden. Beichtvater Martin will zurückkehren und alles übernehmen. Wir sollten einen Plan aufstellen, aber nicht hier. Die Tunnel der Kommandozentrale müssten weit genug von den Kindern entfernt sein. Martin? Das kann nicht. Spiel es ab. Ich will die Stimme dieses Feiglings hören. Das ist ja... Ich kann es kaum glauben. Er lebt. Die anderen Kinder dürfen nichts davon erfahren. In der Kommandozentrale, ja? Ich werde dafür sorgen, dass wir nicht gestört werden.
Wo bist du? Zeig dich! Komm raus, Kind! Ich weiß, dass du da bist. Sprechen wir über dieses Band von dir. Keine Sorge. Diese Kinder haben sich als vertrauenswürdig erwiesen. Im Gegensatz zu einigen anderen Personen. Du kommst mit diesem verräterischen Schmutz zu mir und erwartest, dass ich glaube, dass du ihn zufällig gefunden hast? Wenn dir dein Leben lieb ist, erzähl mir besser alles, was du über Martins Verbleib weißt. Mit besten Grüßen von Dima. Dima? Du Verräter! Jetzt! Warte, du hast doch die Mutter gesehen. Gutes Omen. Suchst du Waffen? Munition? Hab ne Menge Gamma-Patronen. Die Leute hier sind für eine religiöse Gemeinschaft schwer bewaffnet. Diese Insel ist gefährlich. Voller Ketzer, Fallensteller, Nebelbestien. Atom mag uns dieses Königreich vermacht haben, doch nur damit wir es beschützen. Darf ich dir etwas zeigen? Dann lass mal sehen, was du so hast. Geölt, gereinigt und tödlich. Pass auf dich auf da draußen. Im Nebel lauern viele Gefahren.
nach einer interessanten Erfahrung. Ich bin froh, dass wieder Frieden auf der Insel herrschen wird. Atoms Vision war eindeutig. Ich danke dir nochmal, dass du mir Unterkunft gewährt hast, während ich unter seinem Einfluss stand. Gerne doch. Du kannst so lange bleiben, wie du willst. Das ist zu freundlich, Dima. Ich brauche nur etwas mehr frische Luft. Dima. Du hast es bestimmt schon gehört. Der hohe Beichtvater hatte eine Vision. Atom verlangt Frieden. Ich nehme an, du willst mir sagen, dass deine Aufgabe erledigt ist? Ja. Heißt das, die Insel ist endlich sicher? Ich glaube, ja. Jetzt kehrt endlich Frieden auf der Insel ein. Was wir getan haben, ist eine große Bürde. Aber jetzt können der Nukleus, Farhaber und Arcadia gedeihen. Gemeinsam. Und du glaubst wirklich, du kannst dem hohen Beichtvater vertrauen? Ja. Du weißt, ich habe das schon mal gemacht. Ich habe ihm die besten Eigenschaften von Tektis gegeben. Und von Martin. Erinnerungen an seine sanfte Stimme werden den neuen hohen Beichtvater leiten. Ich habe nur das Richtige getan. Es war nötig. Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Davon wird das Urteil über unsere Taten abhängen. Ich kümmere mich von hier aus um alles. Sorge dafür, dass die Kinder des Atoms und Farhaber verhandeln. Sie werden gemeinsam wachsen. Unter unserer Führung. Die Kinder werden in ihrer strahlenden Festung feiern. Die Haberbewohner werden weiter überleben und sich das zurückholen, was der Nebel ihnen genommen hat. Und meine Leute sind in Sicherheit. Hier, für deine Mühen. Du solltest auch den Nukleus besuchen. Ich glaube, der hohe Beichtvater will mit dir sprechen. Und natürlich bist du jederzeit in Arcadia willkommen. Ohne dich hätten wir es schließlich nie geschafft. Frieden mit Kommt, Brüder und Schwestern, kommt und hört seine Worte. Mit einer strahlenden Vision sprach er zu mir und ich gehorche. Atom fordert Frieden mit Farhaber, mit Arcadia, in unserer Familie. Und wer Atoms Wort missachtet, soll für seine Taten büßen. Niemand wird seinem strahlenden Willen im Weg stehen. Gepriesen sei Atom! Gepriesen sei Atom! Entschuldigung, hoher Beichtvater. Du, ich wusste es. Ich wusste, dass du es bist. In meiner Vision. Dort, neben unserem brillanten Meister. Hier, das ist für dich. Sein
Sein liebstes Kind soll es tragen. Bitte, ich weiß, dass du mich hören kannst. Bitte, erlöse mich. Entschuldigung. Ja? Ich meine, gepriesen sei Ad... Moment. Du bist der neue Konvertit. Hast du zufällig Bruder Devin gesehen? Kränklicher Typ, betet allein. Klar, ich hab Devin gesehen. Warum fragst du? Bruder Devin fastet schon eine ganze Weile. Kein Essen, nur verstrahltes Wasser. So wartet er auf ein Zeichen von Atom. Die meisten würden sagen, dass es bewundernswert ist, sich Atom so anzuvertrauen. Was meinst du? Bruder Devins Handeln ist bewundernswert. Er zeigt wahre Hingabe. Ich meine, der Junge ist hart im Nehmen, klar. Aber, also ich und Devin, wir wurden nicht mit Atoms Segen wie all die anderen geboren. Strahlung schadet uns. Jetzt glaubt Devin, dass Atom ihm eine Offenbarung oder sowas schickt, wenn er fastet und Medizin ablehnt, bis er stirbt. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber auf mich hört er nicht mehr. Und alle anderen denken, dass ein Fasten eine super Idee ist. Wir kennen uns nicht, aber wenn du ihn dazu bringst, aufzuhören, schulde ich dir was. Hab Strahlungsmedizin, die könntest du haben. Und ein Rezept. Da ist sogar Zeug drin, das Leuten hilft, denen Strahlung egal ist. Was meinst du? Redest du mal mit ihm? Okay, klar. Ich rede mit ihm. Oh, danke. Aber... mach bitte schnell, ja? Er sieht langsam übel aus. Ich weiß, du wirst kommen. Ich bete dich an. Ich glaube an dich. Ja, alles wird gut. Hallo? Heiliger Atom, von diesem Ort. Bist du es? Oh, Heiliger. Oh, tut mir leid, Bruder. Ich dachte, du wärst... Ach, vergiss es. Was gibt's? Fanatiker Ware will, dass ich mit dir rede. Er befürchtet, dass du dich selbst umbringst. Du musst mit der Sache aufhören. Jetzt schickt er noch andere Leute, was? Kannst ihm sagen, dass ich seine Sorge um mich zu schätzen weiß. Aber ich muss bleiben. Mir ist Atom erschienen. Und ich muss tun, was er befiehlt. Atom kam zu dir? Was hast du gesehen? Meine Erlösung. Jet war viele Jahre lang mein Leben. Eines Tages war ich im Wald und nahm mein Gift... als eine Kreatur aus dem Himmel zu mir hinabstieg. Ein grüner Hirsch, umgeben vom heiligen Leuchten. Er befahl mir, ich solle zum Nukleus zurückkehren, meine Sünden hinter mir lassen und mich Atom hingeben. Für meine Hingabe würde Atom noch einen Boten schicken, der mich für immer befreien wird. Und deshalb muss ich hier warten, Bruder. Nun, ich habe gute Neuigkeiten. Ich bin Atoms Bote und ich bin gekommen, um dich von deinen Fesseln zu befreien. So. Und, das bleibt unter uns, okay? Du bist der Bote? Die Fesseln? Fort? Ist es so? Oh, danke. Danke, euer Leuchten. Und keine Sorge, Bote. Dein Geheimnis ist sicher bei mir. Oh, bei Atom. Danke. Ich kann es kaum glauben. Sein Bote.
hast es geschafft. Bei Atom, du hast es geschafft. Wenn ich was Neues brauche, kannst du was davon haben. Wenn ich sonst noch was für dich tun kann, lass es mich wissen. Hast du noch was von deinem Gebräu? Hab gerade nichts. Komm in ein paar Tagen nochmal vorbei. Gibt's sonst noch was? Wieso machst du dir solche Sorgen um Devin? Ich meine, er ist ein guter Junge. Klar, er mochte Jet etwas zu sehr. Aber er war kein Raider oder so. Er brauchte nur etwas Hilfe. Und zu unserer beider Glück bist du aufgetaucht. Da fragt man sich, ob Atom nicht doch seine Finger im Spiel hatte, was? Also, gibt es sonst noch was? Ich brauche im Moment nichts. Alles klar. Pass auf dich auf. Sei respektvoll. Du wandelst durch heilige Hallen. Hoher Beichtvater. Wir sind alle Sklaven von Atoms Wille. Was will Atom überhaupt mit einem kleinen Dock? Soll Frau Haber es doch kriegen. Sieht so aus, als gäbe es Frieden auf der Insel. Das warst du, oder? Du hast alles ins Lot gebracht. War alles okay, während ich weg war? Ja, alles okay. Mir ist eine große Last von den Schultern gefallen. Hey, hör zu. Als du das erste Mal hier aufgetaucht bist, wolltest du mich holen. Mich nach Hause bringen. Ich hab darüber nachgedacht. Ich hab Kenji und Ray wehgetan, als ich gegangen bin, oder? Ich hätte auch so tun können, als wäre alles in Ordnung. Aber ich habe sie verlassen. Soll ich zurück? Offensichtlich bedeute ich ihnen noch etwas. Oder das, wofür sie mich halten. Sie brauchen eine Tochter. Sie haben es verdient. Ich habe in Arcadia alles geklärt. Ich habe meine Antworten. Vielleicht sollte ich jetzt etwas für jemand anderen tun. Du hast recht, Kasumi. Sie brauchen dich. Geh nach Hause. Ich packe meine Sachen und verabschiede mich noch bei allen. Danke. Für alles. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann im Commonwealth. Hey, hast du kurz Zeit?
Es heißt, dass du dir für Faraday ein Boot ansehen sollst. Speicherlaufwerke oder so, stimmt's? Okay, komm mal kurz mit. Wir unterhalten uns kurz mit Jewel. So wie ich sie kenne, hat sie sich versteckt. Eines Tages gehe ich da raus und schaue mir den Rest der Welt an. Ich muss mir nur immer wieder sagen, dass ich besser hier bin als tot. Ich muss mit dir reden. Hör zu, es ist kein Geheimnis, dass ich Fremden misstraue. Jedem. Aber ich brauche Hilfe. Und zwar möglichst lautlose. Ich habe meine Kontakte. Leute, die mich warnen, wenn was schief geht. Und sie sagen mir, dass Chase versagt hat. Als sie das letzte Mal im Commonwealth war, hat sie die Aufmerksamkeit des Instituts geweckt. Und sie sind ihr auf der Spur. Ein Runner schnüffelt hier rum und bald schon wird er Arcadia finden. Das darf nicht geschehen. Du hast bewiesen, dass du dir zu helfen weißt. Kannst du ihn aufhalten? Ich finde ihn, bevor er dich findet. Keine Sorge. Ich weiß, das bedeutet, dass du dein Leben für mich riskierst. Für uns. Du sollst wissen, dass es nicht umsonst ist.